Im Dezember letzten Jahres gab es in Paris dieses neue Weltklimaabkommen. Alle haben gejubelt. Gemeinschaft hat beschlossen, das soll heißen, diese korrupten, idiotischen Bürokraten, die keine Ahnung haben, haben beschlossen, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Die Bürokraten wollen das Klima beeinflussen. Dass das nicht funktioniert, ist sowieso klar, aber mit Tränen in den Augen hat man das gefeiert. Und im Papier steht da drin, die Dekarbonisierung der Welt, das Ende aller Emissionen des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid, also industriellen Emissionen. Also das bedeutet, wenn man das wortwörtlich nimmt, bedeutet das Ende aller Verbrennungsprozesse in Motoren, Heizungskesseln und Kraftwerken. Und jetzt hat Greenpeace Energy in Berlin dann auch eine Studie präsentiert dazu. Also was passiert, wenn man die Energiewende auch auf den Verkehr ausweitet und auf die Heizwärme, also Heizungsanlagen? Und da heißt es dann, naja, man müsste gegen so im Jahr 2025, das ist nicht mehr lange, 2025 die Produktion von Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotoren einstellen. Der Güterverkehr läuft dann mit Oberleitungen, wie bei der Bahn. Weil Bus- und Güterverkehr muss ja auch elektrifiziert werden. Es gibt noch keine Konzepte dafür, keine Kostenschätzungen, aber man hat es beschlossen. Völlig neue Heizungen wären notwendig ab dem Jahr 2020, um eine vollständige Dekarbonisierung im Jahr 2040 zu erreichen, heißt es in der Studie. Also die Hersteller Viessmann, Weiland und Co., die führenden Heizungsbauer aus Deutschland, die führen europaweit, also die mehren den deutschen Reichtum und so weiter, ja, Arbeitsplätze hin und her, müssen ihre Produktion einstellen, weil bald ja nur noch Wärmepumpen verkauft werden dürfen, die mit Grünstrom betrieben werden. Wenn wir jetzt nur noch Elektroautos haben, die mit Ökostrom laufen, erhöht sich natürlich der deutsche Stromverbrauch. Der deutsche Stromverbrauch könnte sich verfünffachen. Und all dieser Strom müsste erzeugt werden mit erneuerbaren Energien. Absolutes Armageddon. Der Tod von Deutschland. Wir werden Deutschland nicht wiedererkennen. Also Schluss mit Wohlstand, Schluss mit allem, was uns hier irgendwie über Wasser hält. Also man beschließt diesen Unsinn und woanders hat man gesagt, ja, der Stromverbrauch wird sinken, weil wir jetzt überall Lampen haben und andere Energiesparvorschriften haben und so. Und die Europäische Union kann ja alles regulieren. Die Europäische Union reguliert ja auch Glühbirnen. Und jetzt heißt es, der Stromverbrauch könnte sich versechsfachen. Versechsfachung der heutigen Ökostromproduktion. Also man sagt, wenn man Effizienzsteigerungen vornimmt, Verbot des Verbrennungsmotors und so weiter, die Industrie umkrempelt, Kosten, Vermögen, dann könnte sich der Stromverbrauch nur verdoppeln. Aber es ist immer noch eine Versechsfachung der Ökostromproduktion. Gottes Willen. Wir müssen die Wind- und Solarenergie 3 bis 6 Mal schneller ausbauen als von der Bundesregierung geplant. Wow, also wir können nicht mal einen rentablen Offshore-Windpark hier haben in Deutschland. Und dann soll das hier bezahlt werden. Das ist eine Verbrennung und Vernichtung von Wohlstand und eine Verbrennung unserer Zukunft. Wir müssen da jetzt raus und zwar sofort raus aus der EU, raus aus diesem Klimaabkommen, raus, 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 raus.